Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Emergency 5 Lüdenscheid im Multiplayer zusammen mit Pascal. Moin! Hallo! Ja, wir spielen wieder auf Linzing. Ja. Jetzt mal abwechselnd Lüdenscheid, Linzing. Klingt nach einer guten Kombi, würde ich sagen. Das hier ist Pascals Hauptwache. Ich habe die Freiwillige Feuerwehr. Ich habe die Freiwillige Feuerwehr. Ich habe die Polizeihauptwache. Und die Rettungswache hier. Und außerdem jetzt die Berufsfeuerwehr. Die Werksfeuerwehr. Richtig. Haben wir jetzt einfach, also habe ich jetzt einfach mal einen Tobi abgetreten, damit der ein bisschen mehr auf der Map hat. Löschen Sie alle Brände, retten Sie den Fahrer, versorgen Sie ihn. Ist an sich beides bei deines. Ja. Ich kümmere mich aber von mir aus um den tollwütigen Hund. Holst du mal bitte einen Rettungsdienst zum tollwütigen Hund? Jo, mach ich. Und der Brand, ja, okay. Da kommt von mir ein LF aus der Hauptwache. Ich habe immer noch keine KTWs. Wirst du die Polizei zum Brand bringen? Jawohl. So. Das ist bei der Wache 1 tendenziös der Rettungstransport. Gott. Dann fährt bei mir überall was. So, und der Hund, der rennt jetzt weg. Und die Person ist verletzt worden, ja, das war so klar. Und ich hol die zweite ATW. Die zweite ATW voll. Polizei wurde umplatziert. Polizei bei Brand, PKW-Brand mit Personenschaden vor Ort. Ist die Feuerwehr schon vor Ort? Nein. Beziehungsweise gleich demnächst vor Ort. Ich warte erstmal, bis ich den Hund hier gemacht habe, weil der Streifenwagen ist im Moment da. Jetzt ist die Polizei beim Brand vor Ort. Haben die nicht Feuerlöscher? Aber gut, die könnten dann Verletzungen erleiden wegen Dingsbumser. Wird gemacht. Oder? Ja. So, Polizist rennt dem Hund hinterher. Wobei die haben 66%. Feuerwehr ist jetzt vor Ort beim Brand. Okay. Wir kommen jetzt gerade angefahren. Idee. Haben wir gelernt, die können auch schon im Fahrzeug die PA aufsetzen. Yep. So, und dann einmal bitte nur die Lakritze auspacken. Mehr will ich ja nicht. Ja. Stadtreinigung hast, glaube ich, und du. Löschen. So, der Hund wurde niedergestreckt. Kreislaufkollaps mache ich. Hundekadaver mit der Stadtreinigung entsorgen, wenn ich wüsste, wo der ist. Beim Polizisten, der da rumsteht. Ah, hier ist er. Dann holen wir einmal die Stadtreinigung. Das müsste... Ja. So, das Auto wird gelöscht. Der Krankentransport ist vor Ort und der Kreislaufkollaps, ist der auch meine? Link mache ich. Ja, okay, dann mach du den. Außer 13. Ja, ist richtig. Höre. Sofort. Ist doch ein ganz entspannter Tag heute. Ja, bisher. Nicht so krass mit Chemiebrand oder irgendwas. Hoffen wir, dass es so bleibt. Noch so ein Chemiebrand brauche ich jetzt nicht. Mit Eskalationsstufe 3000, wohlgemerkt. Bin bereit. Was okay, gibt's der Stand? NEF wird nicht gebraucht, der kann wieder nach Hause fahren. Ja. Der Krankentransport fährt. Und der Brand ist auch durch. Du musst noch aufschneiden, ne? Mit Personenschaden. Ach, lol. Schön, dass es dir auffällt. Das ist jetzt unpraktisch, weil ich habe einen LF geholt. Ja, Einsatzstichwort, da müsste ich mal lesen können. Ich hole mal einen Rüstwagen und einen Rettungsdienst. Der erste vom freiwilligen Hund fährt nach Hause, der zweite auch. Dings mit Personenschaden, Polizei wartet vor Ort. Jo. Die Stadtreinigung ist auch vor Ort. Kreislaufkollaps wird versorgt. Gut, Hund wurde entfernt. Dann ist das durch. Ich wollte gerade fragen, ist in dem Rüstwagen überhaupt genug Personal drin, aber gut.
Ja, eine Person wird schon drin sein, die eine Schere nehmen kann. Ja, ist sogar eine Person drin. Das ist ein So, Maschinist. Maschinist und eine Person. Ich wollte gerade das Auto abtransportieren, dann merke ich, oh, guck mal, kannst du gar nicht machen. Ja. Da müsste ich noch der Rüstwagen dran vergehen an dem Auto. Ey, dass wir den Rüstwagen überhaupt mal benutzen, krass, ne? Kannst du nicht die Naja. Matrix-Anzeige benutzen? Von dem Rüstwagen? Ja. Kann ich jetzt sagen, Unfall oder zusammenschalten. Also ich kann jetzt Unfall sagen. Das ist alles, was ich sagen kann. Und klappt's auf. Das ist deins. Ja, das ist direkt neben. Ist das meine Rettungswache, die 14? Oder deine? Freiwillige? Das ist deine. Die 14 ist aber keine Rett ist eine Rettungswache, es sind zwei RTW Sag ich drin. ja, das ist neben deiner Rettungswache. Ja, das stimmt. Ich kann von mir eine freiwillige Feuerwehr holen. Christen Alef. Kann ich dir ein bisschen helfen mit der Rettungsschere? HLF gibt's von mir auch. Der brauche ich ja nicht. Und Rettungsdienst kannst du erstellen. So wie Okay. Polizei. Die sind von dir näher. Oh, der ist schnell versorgt. Erwarte Dafür, Befehl. dass er ein brennender PKW war. Was hat er denn? Der. Ist in Ah, Ordnung. eine Rauchgasvergiftung. Da brauche ich mal eine NEF. So, zweiter PKW brennt. Ja, ich bin auch da. Ja, meine Feuerwehr braucht noch einen Moment. Ja, meine Freiwillige sowieso. Geist auf Kollaps wird eingeladen. Bin bereit. So, PKW Brand, Person wird abtransportiert. Jo. Abschlepper ist auch schon unterwegs. Zwei RTWs und einen dritten geholt. Ich hab da nur zwei. Also. Aber ich kann noch einen dritten holen von mir aus. Ja, das wäre sinnvoll. Ah, welches ist das? Die 10, ne? Ja. Ich habe die 1 und die 11. Das sind meine Rettungswachen nur. Ach Gott, wo tue ich den denn hin? Ah, packen wir Und dann hin. hast du die 10, 14, 13, also. Dein Halep ist da? Ah, nee, Ja. warte, ist meins. Nee, doch, Nee, ich deins. meine. Aber wir haben es an die gleiche Stelle gestellt. Ah ja, passiert. Bin bereit. Sogar ausgerüstet gleich. Ja. Pascal. Was hast du nochmal mit brennenden Objekten und Fahrzeugen gelernt, letzte Folge auch mit noch? Hä? Okay, hat nichts gelernt, schade. Was Nicht so meint nah ihr? dran stellen. Die Ach können auch so, anfangen zu brennen. du weißt wegen die BLF, was da Wegen gebrannt dem hat. ABD-Con, ja. Ach ja, genau, der ABD-Con war es, der hat gebrannt. So, und ich sag dir zweimal, zweimal habe ich dir gesagt, dass du das wegparken sollst. Wann Ja, hab ich machst du dann es kurz auch. vor Das ist nur zu Explosion? spät. Du darfst doch löschen, ne? Darfst sogar löschen. Okay, ich kümmere mich um die Wasserversorgung für dich. Oder hast du schon? Wasserversorgung wird gerade gemacht. Okay. Mache ich dann hier noch irgendwas? Ja, komm, mach Lakritze. Wenn du auch noch mit einem Strahlrohr reingehst. Ich habe vielleicht Verteiler gelegt, einfach weil ich es kann. Ansonsten kannst du auch noch welche an meinen Strahlrohr, an meinen Verteiler anschließen, Jo, wenn du habe willst. ich gerade. Ja, siehst du. Dafür habe ich den ja. Lakritze und noch einen anschließenden an Verteiler. Sehr gut. Sehr kreativ, ne? Ich schließe auch noch einen an meinen Verteiler an. Ey, ich wollte gerade noch einen anschließen, weil ich es euch dann frei habe. Jetzt schließe ich noch einen an. Dann vier Leute im Löschangriff. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, hier hat sich. Überdimensioniert? Nein. So, erster wird rausgeschnitten. Yep. Achso, du wolltest ihn auch rausschneiden. Schön. Kannst den zweiten rausschneiden. Mann, Ja, im oh. ersten vergehe ich mich gerade schon. Das ist eine Schweinerei hier. Ja, oh, hier brennt im Chemiewerk brennt einen Trafo. Ja, lösch den mal bitte schnell. Ich hätte gerne nicht, dass die Chemieindustrie anfängt zu brennen. Das wäre schlecht. Chemieanlagen-Flashbacks, so, ne?
Dann kann ich den VU auch dir überlassen, in der Hoffnung, dass gleich ein neuer Einsatz kommt, den ich dann übernehmen kann, während du den VU fertig machst. Den letzten hast du schon aufgeschnitten? Ja, ja. Der letzte kommt gerade raus. Gut, ich räume zusammen. What the fuck? Mann, muss ich wieder was machen, ey? Was ist das also hier? Also ich habe jetzt keine, also ich habe ja keine Polizei, ne? Also ich kann USB, mal alles, was ich hab, holen. Warte, Hummel, KDOW, SW, was ist SW? Ja. Eine Person ist zusammengebrochen. Sie muss versorgt und abtransportiert werden. Ich hole außerdem, kann ich Mann? Haben wir sowas wie Manf? Also ich hab ja was vom SEG. Zu Befehl. Ich habe auch was mit NR, PTZ, habe ich auch noch irgendwas. Kümmerst du dich um die Alkoholintox? Ja, kann ich gleich machen. Ich hole erstmal noch ein großes Rettungsdienstaufgebot. Wait, der rennt da lang? Oh Gott. So, ich habe alle Polizei und einen Rettungsdienst geholt. Ich stelle noch ein bisschen Feuerwehr in Bereitschaft. WDKW, HGKW, Einsatzübernahme. Okay, die brauchen eine Weile. Kein Problem. Und Feuerwehrrettungsdienst und Polizei wurde geholt. Bezüglich Rettungsdienst 4 RTW 2 NEF und einfach mal das Zeug angeschaut. So, es stehen hier Autos. Wir müssen alle Autos hier niederschießen. Zum Glück habe ich die Feuerwehr geholt. Deine sind vor Ort. Soll ich mit dem NTW sofort vorangehen? Ich habe Marta-Dingsbums. Ja. SEK. So, 6 Polizisten gehen jetzt los auf den. Alle Medi zurück. Alle Medi zurück. Ich sehe schon, dein SEK ist unterwegs. Achtung, ist gelegt. Ist er niedergestreckt? Ja. Kümmerst du dich um die Alkoholintox? Erwarte Befehle. Okay. Erwarte Befehle. Ja, kann ich machen. Bin bereit. In Ordnung. Gut, jetzt habe ich zwar in der Hauptrettungswache keine RTWs mehr, weil die alle raus sind, aber muss aus der anderen Rettungswache halt einer kommen. Ich kümmere mich um den, der etwas außen liegt. Ich habe übrigens Kombi, den BT-Kombi und den GW San, ne? Wenn es interessiert. Hier. Okay. Hier umplatzieren, Feuerwehr. Dahinter zu den Autos bitte. Ich hol dir mal den GRTW, der könnte allerdings ein bisschen brauchen. Ja. Weil der ist extra. Den stelle ich in den Hof. In Ordnung. Ja, wegen Versorgung von Verletzten. Da musst du erstmal bitte jetzt erstmal schauen und mir dann gleich mal sagen, was ich gleich noch machen sollte. Ich rüste jetzt erstmal die Feuerwehr aus. Okay. Dass die 4 PKW löschen, ne? Weil der Attentäter liegt doch ein bisschen sehr nah an dem PKW, deswegen habe ich auch Angst, dass der uns wegstirbt, wenn man denkt, dass ich das jetzt schade wäre es nicht, aber. Ja, aber es wäre trotzdem nicht wünschenswert. Okay, ich hole mal das Manf Equipment. Dann doch nochmal hier oben hin. Zu Befehl. So, haben wir hier irgendwo einen Hydranten? Da wäre ein Hydrant. Wird gemacht. Und den Hydranten auch direkt durchnehmen. Du solltest euch nochmal nachalarmieren. Ach, das ist ein gebrochenes Bein, das ist ein extra Einsatz, okay. Da. So. Das übernehmen. RD-technisch, was soll ich da machen? Musst du gucken, also versorg einfach. Ach das ist der IRT, ist der Infektions-RT, verstehe, okay, na, den brauche ich natürlich nicht. Ich meine, das Manf-Equipment ist wahrscheinlich ein bisschen überladen, aber. Ey, du kannst noch einen an den Verteiler anschließen. Ich will nur sagen. Und zieh den am besten einfach weg. Habe ich da noch einen Mann für? Ja, der von Hydranten. Ne? Der den einfach zu den anderen Verletzten mit hin. Na guck mal, kommt ein Bus um die Ecke gebogen mit Blaulicht. Bus. So, einmal Neff benötigt.
Erwarte Befehle. Verstanden. Das krieg mal hin. Hier, der Sani weiß ja nicht Bescheid. Auch Neff benötigt. Okay, die brauchen alle Neff beim Versorgen. Ach, na super. Gut, war auch zu erwarten, wenn die irgendwo Schüsse haben. Keine Ahnung, wo hier die Einfahrt ist. Ich versorge drei Leute jetzt. Genau, und es sind ja auch noch vier Verletzte. Und den vierten machst du halt eben. Gut. Gut, alles gelöscht. Paul hast du schon vor Ort. Das klingt doch gut. Alkoholintox wird auch versorgt. Das Bein, da wäre dein RTW da. Jo. Und der Krankentransport, ja, den übernehme ich dann natürlich. Was? Ne, den habe ich schon. Ach, hast du? Ich habe mir RTW eben von der 13. Ach so. Aber ich hätte sogar zwei KTWs jetzt um die Uhrzeit sogar. Ja. Das ist jetzt sogar eine zweite KTW verfügbar. Ah, gut, wenn du den RTW opferst. Ich habe gerade nicht so viel. So, und der Attentäter benötigt natürlich auch noch einen Neff. Besitze ich noch einen Neff? Ja, ich besitze einen letzten Neff. Ich habe allerdings einen, der noch in der Nähe herumkurvt. Den hole ich. Verstanden. Dann hol dir mal bitte nach da vorne. Beziehungsweise du hast da ja auch noch was frei dann. Bin bereit. So, und wer bist du hier? Das ist immer ein Notarzt. Aha. Und du bist? Ein Rettungshelfer. Erwarte Befehle. Kein Problem. Auch ein Rettungshelfer. Notarzt ist unterwegs zu dem letzten Patienten. Hier. Also das Zeug, was ich geholt habe hier, das sind Notfallsanitäter. Jawohl. Sollen sich drum streiten. Das sind du hast übrigens da noch eine Feuerwehr, die kannst du nochmal zurück alarmieren. Die steht dann so ein bisschen im Weg. Ja. Was hast du alles alarmiert? Ja, ich habe erst so externes Zeug von mir, was irgendwie mit SEG bezeichnet war, geholt. Aber okay, das sind zwei RTWs vom SEG. Dann hier nochmal einen NEF vom SEG und nochmal vier Rettungshelferfahrzeuge. Okay, das ist wirklich einfach nur schnell Einsatzgruppe, die einfach dann nur, bei dem dann auch Sachen einfach schnell versorgen können. Wahrscheinlich für Mannflagen sind die gedacht. Wenn man kein Mann-Equipment aufbauen möchte, aber nur viel Leute zu tun hat und viel versorgen muss oder sowas. Jo. Weil du sagtest ja, SEG, Mannzeug hast du ja. Beziehungsweise ja, halt den BT-Kombi und den GW-San. GW-San heißt übrigens GW-Sanitätsdienst. Gerätewagen-Sanitätszeug. Ja. Ja. In Ordnung. Was gibt's? Sofort. Okay, die Brandautos werden abgeschleppt. Ja, wird gemacht. Jo. So, dein Notarzt ist jetzt gerade hier bei dem letzten Typen. Wenn er gleich fertig ist, kannst du deinen Notarzt einmal in den RTW von mir reinsetzen, der direkt hinter deinem GRTW steht. Von dem RTW ist nämlich auch die Besatzung, die da steht, in dem Verletzten. Dann kann der abtransportiert werden. Hier hinten steht noch, hier stehen noch welche. Ja, hier ist ja noch mehr von diesem SEG-Zeug. Junge, was hast du da alles bestellt? Ja, es waren zwei Knöpfe. Ich habe da zwei Fahrzeuge bestellt. Ah, eigentlich. Cool. Also sind das nochmal... Aber das ist nochmal externes Zeug. Okay, das eine, das war SEG und das ist jetzt nochmal externes Zeug. Aber das sind alles Rettungshelfer. Also wenn ihr wisst, was Rettungshelfer hier im Spiel bedeuten, weil das sind keine vollen Sanitäter, dann schreibt das gerne in die Kommentare, weil es sind... Rettungshelferfahrzeuge von Johannitern und vom ASB, sowie nochmal einen KTW und einen RTW von extern aus Solingen. Und dann habe ich das Ganze noch vom SEG, da waren auch nochmal Rettungshelferfahrzeuge und RTWs dabei und ein NEF. Die muss versorgt und abtransportiert werden. Rise of Collapse ist deins, wenn du RTWs frei hast. Ja, hab ich. Mittlerweile zumindest wieder. Okay, also wir haben Schussverletzung am Bauch zweimal mit starker Blutung und eine Schussverletzung am Bein. Und der letzte hat eine am Bein. Also er hat ungefähr gleich geschossen. Zweimal aufs Bein, zweimal auf den Bauch. Was er halt getroffen hat, ne? Okay. Ja. Bin bereit. Ernsthaft? Ich brauche ein RTA. Wo?
Aber Amokläufer? Ja. Ah. Die Frage ist, wer braucht eine RTH von denen? Korrekt. Ich hole mir das dann einfach raus. Aber schon doof, dass wir den RTH nicht beim Versorgen schon rausgefunden Ich vermute mal, dass die beiden Schussverletzungen, Bauch, starke Blutung, die brauchen deshalb bei mir ich gleich mal zwei. Wenn die gerade keine Mittagspause machen. Okay, nee, machen sie nicht. Was ist eigentlich SAR 41? Was? SAR 41? SAR 41. Also Christoph 3, 8 und 9 und SAR 41. Ha, keine Ahnung. Die Krise ist auch deine, ne? Ja. Wo ist denn hier mal ein guter Platz zum Helikopter landen? Fahrzeug, das illegal gefährliche Chemikalien transportiert. Och nö. Verkehrsunfall verwickelt und ist in Brand geraten. Durch die Brände treten Gift. Cool, das sieht sogar ähnlich aus wie das letzte Mal. Löschen Sie das Fahrzeug so schnell wie möglich.